Was geht ab, Leute? Was geht? Willkommen auf diesem wunderbaren Kanal. Ja, Phil ist wirklich wunderbar. Und Seabass, weiterhin daily am Start. Ja, wir sind noch gut dabei. Ja. Und heute so ein bisschen indirekt Bullshit TV Classics, ja, aber nicht von unserem Kanal, sondern wir schauen uns unseren Auftritt bei TV Total an. Ja. Unseren ersten. Unsere wir waren ja mehrmals da. Wirklich, ja. Mehrmals, nämlich einige Male. Einmal mehr als einmal. Einmal. Ja. Heute schauen wir uns also den ersten nach dem nullten Auftritt an. Stimmt. Und ich habe es lange nicht mehr gesehen. Nee, ich auch nicht. Das ist jetzt so ein richtiger Flashback jetzt. Ich weiß, wir waren krass aufgeregt. Ja. Und Stefan hat uns natürlich enorm ernst genommen und ja, wusste natürlich auch, wer wir waren. Ja, ja. Aber also er kannte uns, er hat sich wahrscheinlich auch privat irgendwie mit dem Kanal beschäftigt. Er hat sich vorher bestimmt 20, 30 Videos zur Recherche angeguckt. Denke auch, ist extra früher ins Studio gefahren, um sich mit uns zu befassen. Ja. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Seabass, Phil und Chris, herzlich willkommen. Bullshit TV, das ist ihr YouTube-Kanal und ihr steht ganz kurz vor dem Knacken der 1 Million... Jawohl. User-Marke sozusagen, Abonnenten-Marke. Genau. Ihr habt sie noch nicht. Wie viel sind sie aktuell? 953.000. Also könnte heute Abend vielleicht klappen. Ah, guck mal, da war ich gar nicht dabei. Das war der Typ mit der schwarzen Kappe. Stimmt, der Typ mit der schwarzen Kappe. Da war ich noch gar nicht bei Bullshit TV am Start. Stimmt, das war noch der Vorgänger, ne? Ja, das war vor meiner Zeit. Ja. Also kurz vor der Millionenmarke. Stefan sagt, vielleicht knackt er die heute. Ja. So groß war der Impact damals nicht. Aber ich glaube, wir haben am Abend von TV Total so 15.000 Abos gemacht. Ja, ich meine auch 15 bis 20 irgendwie. Ja, so in also es war schon okay. Man muss sagen, man sieht jetzt hier nur 3,20. Wir saßen da aber insgesamt, also im Fernsehen waren wir bestimmt eine Viertelstunde zu sehen. Ja. Weil es wurden die ganze Zeit Videos von uns gezeigt. Jo, also immer, stimmt, wenn ihr die Schnitte seht, hat Stefan dann gesagt, ey, wir schauen mal ins nächste Video. Ich glaube, 5 Videos. Ja, 4 oder 5. 4 oder 5 durften wir uns aussuchen, also, die dann gezeigt werden. Ja. Da haben wir uns noch so voll die Gedanken gemacht, man wollte ja irgendwie viel von dem zeigen, stimmt, was wir so machen. Ich glaube, viel Street-Comedy-Video, weiß ich gar nicht, was noch. Irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr, aber auf jeden Fall war die Auswahl ganz gut. Im Studio wurde auch relativ viel gelacht. Ja, das stimmt. Das war eigentlich ganz nice. Also so an sich war der Auftritt echt solide. Ja, voll. Ja, schauen wir mal, wie wir uns sonst noch so geschlagen haben. Hoffentlich. Wenn ihr Glück habt. Wenn ihr Glück habt. Ja, ihr macht das jetzt wie lange schon zusammen? Also den Channel, den gibt es seit 2010, aber so wirklich richtig machen wir das seit Anfang 2013, ja, also gut, okay, 2 Jahre. Ihr macht im Prinzip lustige Videos. Wir versuchen es auf jeden Fall, ja doch, geben unser Bestes. Ja. Bescheiden. Okay, gut 2 Jahre? War das so früh? War das 2015? Ja, 2015. 2015 haben wir ja die Millionen geknackt. Das, ja, okay, crazy. 2014 nach Köln gezogen zusammen, wohnen da jetzt in der WG, wir kommen ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ja, und jetzt sind wir hier in Köln und wohnen auch zusammen, ja. Und wie ist das so? Auch entspannt. Das ist cool, ja. Wohnen ist geräumig, jeder hat da seinen Rückzugsort, also ganz entspannt. Ja. Okay. Und wir haben auch ein Format, wo wir uns gegenseitig pranken, also es ist inzwischen auch sehr gefährlich. Wo ich gegenseitig prankt? Ja, Bitte? Ja, es ist gefährlich bei Was uns Was ist denn zu Hause. Pranken? Erklär mal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Der Boomer. Ich zum Beispiel. Man sagt einen Streich spielen, kann man auch sagen. Das hat mich im Nachhinein so abgefuckt, dass ich mich da so dämlich ausgedrückt habe. Ja, das Ding ist auch immer so, also man kann sich halt auf nichts vorbereiten, weil du rechnest ja nicht damit, dass bei dem Wort Prank dann so nachgehakt wird, weißt nee. Du? Nee. So. Aber man sagt, einen Streich spielen kann man sagen. So, hä? Was ist das für eine Ausdrucksweise? Aber man war auch einfach mega aufgeregt vor Stefan Raab. Ja. So, man kannte den, also der war so ein Kindheitsheld. Ja, ultra Früher aufgeregt. Früher in der Schule, so TV Total gucken war das Größte. Ja, ich habe auch deswegen, um auf der sicheren Seite zu sein, fast gar nichts gesagt, weil ich viel zu aufgeregt auch war. Und ich mich komplett versprochen hätte wahrscheinlich. Und ich war einfach die ganze Zeit so voll geflasht, dass wir auf diesen Sesseln ja, sitzen. Ja. Dass er uns da gegenüber sitzt. Studio, Licht überall. Das war geisteskrank aufregend einfach so. Man sagt eines Streichspielen, kann man sagen. Geil. Streiche, die teilweise aber auch schon es in sich haben. Und genau. Ja, wir leben etwas paranoid inzwischen. So wie so Zahnpasta unter die Türklinke, sowas, ne? Ja, schon ein bisschen härter. Also schon härter? Schon härter. Es soll sich mit jeder Folge stetig steigern. Ja. Die Kappe oben losdrehen vom Pfefferstreuer. Okay. So. Genau. Und dann aufessen müssen. Und dann auch. Ja. Er nimmt uns sehr ernst. Ja, komplett. 2 die Woche. Ja. 2 die Woche? Genau. Was ist das denn für eine Berufsauffassung? Ihr macht 2 Videos die Woche. Schade, dass Stefan Raab TV Total nicht mehr macht, weil wir könnten jetzt dahin gehen mit dem Zweitkanal.
und sagen, wir und machen endlich sagen, dass sieben Videos, dass wir sieben die Woche. Videos die Woche machen. Oder mit dem Hauptkanal zusammen sind es ja dann, sag ich mal, neun Videos neun die Woche. Neun bis zehn Videos die Woche. Ja, Stefan, also ich bin mir sicher, du schaust zu. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Also Stefan, der Output wurde erhöht. Ja, ich hoffe, du bist jetzt stolz auf uns. Ja, jetzt endlich. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden und kannst das jetzt als Arbeit anerkennen. Ja. Man muss ja dazu sagen, wir machen noch alles alleine. Also von der Idee bis nee, ihr macht alles alleine. Ihr macht die zwei Videos ganz alleine. Naja, wir drehen das, wir schneiden das. Nein. Licht, Ton, Kamera. Ja, und dann macht ihr zwei die Woche, das ist natürlich viel. Grafik auch noch dazu. Ja, Grafik auch noch dazu. Kommt alles in Zone. Ja. Ja. Also schon hart. Hat man da überhaupt noch Zeit für was anderes? Mhm. Auf gar keinen Fall. Ist ein Fulltime-Job. 24 Stunden. Er konnte das halt gar nicht glauben. Nee, null, null. Weil er halt so jeden Tag damals so eine Show gemacht hatte. Ja, aber ja. Er hatte auch ein 40-köpfiges Team da stehen. Ja. Und er ist da eine Stunde vor Aufzeichnung oder eine 10 Minuten vor sagen, Aufzeichnung. 10 Minuten vor Aufzeichnung ist er da im Studio spaziert. Ganz entspannt. Und alles ist aufgeschrieben. Jeder Satz steht auf diesen, ja. auf diesen Schildern. Aber ey, das hat er sich auch erarbeitet, ne? Safe, das hat er safe. Sich halt in 20, 25 Jahren TV-Karriere also, erarbeitet. Ich wollte gerade sagen, solche Leute am Anfang ihrer Karriere, der hat ja auch irgendwie bei Viva, glaube ich, dann angefangen. Ja, so. Genau. Da wird er wahrscheinlich auch von morgens bis abends gehustelt haben, ohne Ende als niemand, sag ich mal, um sich dieses Standing zu erarbeiten. Und damals haben auch voll viele geschrieben, oh, der war voll gemein zu euch. Fand und ich so. Null, habe ich und auch da haben gar wir auch nicht gesagt, so. Ey, das muss er erstens erwarten. Der hat schon 100-mal bekanntere Menschen da sitzen ja, gehabt und die ja. auch auf die Schippe genommen. Wirklich. Also und im direkten Vergleich, guck mal, zwei Jahre alte YouTuber, sag ich mal, und jemand, der so 20 Jahre Fernsehen macht und alles gerissen hat, ist klar, dass da so eine Fallhöhe, sag ich mal, und er dann auch durchaus das Recht hat, so Sprüche zu drücken. Ja, also voll entspannt. Aber selbst das war eine Ehre. Safe. So von Stefan Raab gedisst zu werden, ist okay. Safe. Das heißt, manchmal drehen wir sogar drei Videos. Und macht dann dafür zwei Wochen frei. Genau. Ungefähr, ja. Ja. Was macht ihr denn am liebsten? Geht ihr so raus auf die Straße? Auf die Straße ja, das hat so am meisten so bringt es den Nerven. Da habe ich komplett gelogen. Das war meine größte Lüge. Stimmt. Weil mir hat Street Comedy nie am meisten Spaß stimmt, gemacht. Stimmt. Ja, das stimmt. Das war einfach komplett gelogen. Kitzel. Ja, alles okay. andere ist ja relativ. Ihr könnt davon auch leben mittlerweile. Das reicht. Ja, wir machen mittlerweile reicht, ja. Ja. Also schauen Sie mal rein bei Bullshit TV, denn das ist der Hammer. Da gibt es jede Woche zwei neue Videos. Ja. Neun. Also, viel Erfolg damit. Dankeschön. Und dann Dankeschön. Kommt ihr wieder, wenn ihr neue habt, ne? Ja, wir produzieren. Also, haben wir jetzt vier gezeigt, das heißt, ja. Wieder. Das heißt, in zwei Wochen seid ihr wieder da. Ne? Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg damit weiterhin. Das war's für heute. Jetzt kommt The Big Bang Theory und morgen bei uns zu Gast der Mashup-Papst Ben Stiller. Und, Also. Den schönen Abgang sieht man nicht mehr. Den schönen, oder sieht man den noch? Moment. Oder? Das ist die beste eBay-Anzeige der Welt. Doch, den muss man eigentlich noch sehen, oder? Komm schon. Du durfst einen Tisch fahren. Du zuschauen. Tschüss, mach's gut. Bullshit gefahren. Doch, man sieht es noch. Nein, doch. Ah, so ein bisschen. Doch, so ein bisschen. Auch die größte Angst, die man natürlich immer hat bei sowas. Keiner von uns die Treppe runtergefallen, auch nicht hochgefallen. Also alles gut gegangen. Stimmt. Insgesamt ein souveräner Auftritt eigentlich, ein muss man sagen. Super souveräner Auftritt. Noch ein bisschen schüchtern, verlegen. Ja. Man hat ihm jetzt nicht so wirklich Kontra geben können, aber das konnten die wenigsten. Ich glaube, das ist auch nicht schlau. Nee, also außer schlau. Du bist selbst so eine richtige Größe schon, sag ich mal. Und weiß irgendwie auch, er hat auch irgendwie vor dem, was du machst, Respekt. Weiß nicht, wenn so ein Helge Schneider da sitzt, so, der kann ihm Sprüche zurückdrücken, weil Raab den auch immer gefeiert hat oder so. Ja. Aber wenn wir das versucht hätten, wäre das komplett cringe geworden. Ja, das hätte nur schief gehen können. Ja. Und dann werden wir demnächst auf jeden Fall nochmal auf unseren zweiten Auftritt reagieren. Ja, ich glaube, stimmt. Das war dann, das muss auch 2015 gewesen sein, weil ich meine, er hätte 2015 irgendwann aufgehört. Ja. Also wir waren, das war nicht eine der letzten Sendungen, aber viel kam nach uns nicht mehr. Ja, gefühlt also war schon relativ am Ende, in den sag letzten mal. Wochen, in den letzten paar Monaten waren wir auf jeden Fall nochmal da. Ja. Und da haben wir Backstage auch eine lustige Joko und Klaas-Story erlebt. Wir saßen nämlich, also was heißt lustig, aber schon ganz interessant. Ja, ja, doch. Wir saßen mit Joko und Klaas im Backstage. Die können wir euch dann nächstes Mal erzählen. Wir werden auf jeden Fall auch noch auf den zweiten Auftritt reagieren. Ja. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Morgen geht's natürlich weiter, ihr kennt das. Bis morgen. Und wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.